ようこそ、みんな。Willkommen. Alle miteinander. Es geht weiter bei Let's Play. Hamutaro, Hamuhome Games. Ja, so viel zum Spieltitel. Jo. Unsere letzte Disziplin war ja Draws. Beachvolleyball. Am Strand. Was ja leider nicht. Ganz so toll war. Glaube ich. Oder war es das doch? Ist ja auch egal. Es war auf jeden Fall kein Zuckerschlecken. Und naja, nun würde es halt mit dem Hürdenlauf weitergehen. Und ich glaube, der Hürdenlauf, der wird furchtbar, weil ich kann im Hürdenlauf. Ich machte den Hürdenlauf noch nie, der war so. War immer nicht so meins. Ich muss das ja irgendwie hinkriegen, also. Ja, ich weiß. Die Anmeldung zum Hürdenlauf. Ich wollte es gerade nicht vorlesen, ich war gerade zu faul. Natürlich übe ich. Das wird schon schlimm genug. Ich kann mich nicht gleich. Wie gesagt, ich kann mich nicht gleich in eine Disziplin reinstürzen. Das ist, Aha, siehst du? Ich hab's auch gerade beim ersten Mal verkackt. Wunderbar. Jetzt aber. Ich schaffe es. Ah, ich bin voll gegengesprungen. Lauf, Boss! Beweg deinen Hintern! Kann er es schaffen? Ach, okay, immerhin Platz 3. Ist schon mal ein Anfang, aber es ist mir nicht gut genug. Ich muss es nochmal probieren. Ah, ich übe, bis es ein bisschen besser wird. Und dann trete ich an. Ob das dann was wird, wir mal sehen. So. Ich krieg euch sowas von dran. Ah, ist schon wieder umgehauen, ey. Das gibt's doch nicht. Ah, schon wieder. Nein. Ey, der Kleine, der rennt mir hier weg. Pass auf, ich krieg dich. Oh, verdammt. Jetzt hat er mich eingeholt. Das war schlechter als vorher. Einmal probiere ich es jetzt noch und wenn es dann nicht so unbedingt will, wie ich das gerne möchte, dann habe ich Pech. Egal. Schauen wir mal. Der Start war gut. Schon wieder umgehauen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ich falle zurück. Ich darf nicht zurückfallen. Ich bin schon wieder drunter. Ja, ich glaube, besser als Platz 3 wird es nicht werden. Ich war im Hürdenlauf noch nie sonderlich gut. Aber ich trete jetzt trotzdem an, damit die jetzt Ruhe geben. Vor allen Dingen du, Jupidu, du setzt mal endlich den Klopperholm. So, ich darf jetzt keine Fehler machen. Ja, ich bin der Spieler. Ich habe schon mitgekriegt. Ist okay. Super! Fehlstart! Ich beim ersten Mal. Geht doch! Das sieht gut für mich aus! Oh mein Gott, ich bin Zweiter! Ist ja doch besser gelaufen, als ich gedacht habe. Keine Goldmedaille, aber ich bin Zweiter! Ich bin auf dem Podest! Genau neben Rebo! Na, die Leistung war ja mal gar nicht mal so übel. Das Team Rebogen hat schon wieder Gold gewonnen. Ich glaub's nicht. Egal.
Davon darf ich mich nicht ermutigen lassen. Hey, immerhin krieg 25 Kerne dafür. Ah, wir fahren kurz davor. Ah, ich weiß. Aber es wird schon. Als nächstes Springreiten auf der Koppel. Ja, Springreiten auf der Koppel, das wird wundervoll. Ich sehe es schon kommen. Zikali, was machst du da? Yay, yippie, los, los! Hier ist nichts los. Es ist niemand hier. Werd mal zwischendurch im Clubhaus vorbeischauen. Mal gucken, was hier so. Oh, Quatsch, ist das das Wolf? Clubhaus? Ich denke nicht. So, hier bin ich richtig. Hi, Noki. Ich frage mich, ob Ratze überhaupt an einem Wettkampf teilnimmt. Ich würde schätzen, eher nicht, weil er schläft und was anderes kann er auch nicht, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal, was in der Glatze läuft. Möchtest du vorhin sehen? Ja, meinetwegen. Du hast super Angebot im Herr Matsumotos Ham-Shop-Show. Ham-Shop-Show. Klingt das unlogisch oder klingt das cool? Nein, das klingt irgendwie seltsam. Konnichiwa? Konnichiwa! Hallo, ich führe Sie durch den Hamschub-Show! Und mein Name ist... Herr Matsumoto! Er guckt gerade voll wie so ein Pädophiler, jetzt mal ohne Scheiß! Überall gibt es pädophile Menschen! Tiere! Was auch immer! Unser Gast heute ist Tyko. Hallo, ihr Mädels vor dem Fernseher. Vermisst ihr mich? Tyko, dich vermisst niemand. Als dann, dies ist unser heutiges Angebot. Tyko, wie gefällt dir dieses Kostüm? Es ist krass, richtig knuffig. Knuffig? Da werden Sie es, der Käufer. Da hören Sie es, der Käufer wird garantiert zufrieden sein. Wusstest du, dass dieses Kostüm extra für diese Show hergestellt wurde? Echt? Das muss ja ziemlich teuer gewesen sein. Schön, dass du das fragst. Das beantworte ich gerne. Denn dieses außergewöhnliche Kostüm hier ist nicht nur eine Spezialanfertigung extra für diese Show, sondern auch noch extrem billig. Und damit noch nicht genug. Wir übernehmen auch die Versandkosten. Cool. Und der Hamschau-Preis beträgt... Ich bin so aufgeregt. 40 Sonnenblumenkerne. Ah, ist aber gerade doch ganz schön viel. Was? Echt? Ich dachte, es wäre viel teurer. Das ist Ihre Chance. Ich warte auf Ihren Anruf. Hey, wie wäre es mit einem weiteren Bonus, wo du schon mal hier dabei bist? Was? Beim Kauf dieses Kostüms legen wir gratis noch ein paar Kerne drauf. Tyko, die Leute zahlen doch ums Kernen. Yeah, ich weiß, ich weiß. Aber dann willst du also, dass ich die Leute dafür bezahle, dass ich ein Kostüm kaufen? Yay, als Geschenk von mir an all die niedlichen Mädels da draußen. Nein, also der Preis bleibt. Und er beträgt 40 Sonnenblumenkerne. Will ich dieses Pferdekostüm wirklich klaufen? Klaufen? Was für ein Wort. Kaufen? Ich habe keine Ahnung. Ich kaufe es einfach. Und Mengen von Anrufen erreichen uns. Und freuen Sie sich auf unsere nächste Show. Yeah, hast du ein Kostüm gefunden, was dir gefällt? Eine Lieferung! Sonderlieferung! Oh mein Gott, das war schon mein Kostüm, das ging aber schnell. Ein Originalkostüm geliefert vom Ramshop. Wunderbar. Vielen Dank, Rossi. Das ist wunderschön. Das sieht aus, als wenn er das tragen würde.
Und sie erhalten 8 Sonnenblumenkerne zurück. Okay. Los, probier's an. Nein, danke. Vielleicht später. So, jetzt habe ich aber schon genug Zeit verplempert. Es geht auf zur Koppel und ich werde wahrscheinlich erstmal trainieren wollen. Juppie, das ist die Anmeldung zum Springreiten. Dito! Ja, unser Kleinste ist jetzt dran. Ich werde erstmal üben. Weil das Springreiten ist auch so eine Sache an sich. Finde ich. Wird bestimmt nicht einfach. Aber ich probiere es einfach. So. Spring, mein kleines Küken. Es rennt in die falsche Richtung. Spring! Oh, es ist rübergesprungen. Oh, shit. Nein, 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 nein. Wo willst du hin? Shit. Abzüge! Einfach davor stehen. Spring doch da drüber. Ich mag dich nicht. Also wenn das so weitergeht, wird das gleich noch schlechter. Was ist für partout nicht darüber? Renn doch noch überall gegen. Also das mit dem Springreiten, das kann ich irgendwie gerade echt vergessen. Mein Küken will nicht springen. Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Hey, wieso will dieses blöde Küken nicht springen? Mann. Los, hier. Happy Galoppi. Gegen ein anderes gegengelaufen. Warum tust du das? Ah, shit. Warum rennst du denn schon wieder dagegen? Weißt du was? Ich renne jetzt einfach drüber weg. Ist mir egal, voll Latte. Gibt es auch irgendwas, wo du drüber springst? Nein. War klar. Spring doch! Oh, spring doch einfach darüber, ey. Wo ist das Problem? Ich glaube, es will einfach gar nicht darüber springen. Warum springst du nicht? Boah! Das ist mir gerade voll zu blöd. Ich glaube, ich krieg das sowieso nicht hin. Los jetzt hier. Siehst du, warum machst du das nicht genauso wie... Alter, das rennt echt überall gegen. Toll, ich hab's irgendwie geschafft. Oh, ich bin sogar noch Erster. Boah. Wie kommt denn das? Ja, erstmal. Ja, oh boy, du kannst später nochmal wiederkommen. Gut, ich versuche, werde mein im Hürdenlauf dann
mein Bestes irgendwie versuchen. Ich hoffe, ich habe das Glück und mein Küken springt über alle Hindernisse. Das... Nein, nicht das. Den Hürdenlauf. Seht ihr dann im nächsten Part. Also Leute, bis dann. Ciao, ciao.